Bumbi the Mouse ist ein animierter Film voller Satire, was nicht überraschend ist, wenn man den zynischen Originalstrip betrachtet. Quimby wurde original von Chris Ware während seiner Universitätszeit 1990 bis 1991 geschrieben. Die Comics handeln sich um die oftmals depressive Maus, die sich und ihre Rolle in der Gesellschaft unglücklich in Frage stellt. Quimby steht als eine Art Antithese zu Felix the Cat und Mickey Mouse. Und die Comics haben oft keine traditionelle Punchline und arbeiten mit dunklerem Humor. Der adaptierte Film ist 2009 entstanden und wurde von Chris Ware, dem originellen Autor, produziert und geschrieben. Dadurch, dass der Autor beider Werke übereinstimmt, können wir annehmen, dass der Film mit der kreativen Vision des Originals übereinstimmt und nicht wie viele Adaptionen, besonders ins Live-Action, missverstanden wurde. In dem dreiminütigen Film sehen wir, wie Quimby den abgetrennten Kopf seiner Frau aus dem Küchenschrank nimmt und sie schlägt, bis ihre Tränen einen Ozean füllen, indem er sich dann seine nächste Mahlzeit fischen kann. Der Kopf der Frau wird am Ende von einem Hai verschlungen, Quimby muss nun allein nach Hause kehren und sich Essen durch den Supermarkt besorgen, anstatt seine Frau als Köder zu missbrauchen. In der letzten Szene jedoch findet er allerdings den Kopf seiner Frau im gekauften Fisch wieder und sperrt sie zurück in den Küchenschrank, wobei der Teufelskreis wieder von neuem beginnt. Der Comicstrip wird aus seiner Sicht von Quimby erzählt. Die ganze Geschichte wird durch die sehr schnellen kleinen Rhythmusstücke dominiert. Jede kleinste Bewegung wird in einem neuen Panel dargestellt. Das Ganze erscheint wie ein Storyboard. Ganz nach dem Show-Don't-Tell-Prinzip treiben nur Handlungen die Dramaturgie voran. Wir sehen und hören keine Dialoge. Im Comic finden wir keinerlei Hintergrundinformationen zur Vergangenheit der Protagonisten. Es wird nicht erklärt, wie dieser Kopf auf die Fensterbank gekommen ist. Der Kontrast dazu findet man im Film. Dort wird mittels drei an der Wand hängenden Bilder eine kurze Vorgeschichte erzählt. Der Kopf und Quimby scheinen sich schon länger zu kennen. Die Bilder zeigen uns ein unbeschwertes Leben, welches Quimby hat. Der Kopf wird allerdings immer traurig. Das letzte Bild der drei hängt sogar schief, das Hochzeitsbild der beiden. Trotzdem erkennen wir nicht, wie die zwei sich kennengelernt haben. Im Film ist der Kopf ebenfalls nicht auf der Fensterbank, sondern in einem Regal verstaut. Dieser scheint also schon ein Bestandteil des Lebens zu sein. Als auslösendes Ereignis scheint in beiden Fällen das fehlende Essen zu sein. Quimby hat nichts mehr zu Hause, da es der Kopf gegessen hat. Quimby macht ihm beides Mal einen Vorwurf, wo das Essen sei, und im Film schlägt Quimby den Kopf deshalb mehrmals. Scheint dies aber für einen kurzen Moment zu bereuen, als der Kopf zu weinen beginnt. Er beginnt den Kopf erneut zu schlagen, womit er bewirken will, dass der Kopf aufhört zu weinen. Dies gelingt ihm allerdings nicht. Im Comic hingegen liegt der Schmerz bei Quimby. Dieser verfällt selber in Tränen. Hier bringt das eigene Weinen den Plotpoint für den Mittelteil. Im Mittelteil des Filmes führt dieses exzessive Weinen des Kopfes dazu, dass die gesamte Wohnung überflutet wird, wohingegen im Comicstrip Quimby und der Kopf extra aus dem Haus gehen, um ein Gewässer zu suchen. Bis hierhin scheint die Zeit zwischen Film und Comic noch relativ simultan zu laufen. Im Film wird mittels schwarzer Blende in die zweite Hälfte geführt. Am Anfang sehen wir im dritten Panel des Comics, dass Quimby Zuneigung zum Kopf zeigt. Dies kann allenfalls als Midpoint der Geschichte angesehen werden. Vielleicht beginnt sich Quimby nach dem dritten Fisch auch um den Kopf zu sorgen, da dieser immer noch von größeren Fischen angegriffen wird. Weshalb er sich entschließt, nach Hause zu gehen. Im Animationsfilm verliert Quimby schlussendlich den Kopf an der Angel. Dies ist im Comic nicht der Fall. Dort nimmt er den Kopf wieder mit nach Hause und legt ihn auf die Fensterbank, was zu einem Story Circle führt. Der Film hingegen arbeitet danach mit einer Schrifttafel, welche einige Jahre später zeigen soll. Im Gegensatz zum Comic, welche lineare Zeit verwendet, werden wir Zeitsprünge gezeigt. Dieser Zeitsprung erzählt einen völlig neuen Teil der Geschichte, welcher so vom Autor neu kreiert wurde. Auf den Anfangsbildern an der Wand ist nur noch Quimby zu sehen. Der Kopf auf den Fotos ist verschwunden. Schlussendlich sind die beiden wieder vereint, da der Kopf in einem gekauften Fisch steckt. Der Kopf freut sich natürlich nicht, da er ab sofort wieder im Regal verweilen muss und der Teufelskreis neu beginnt. Der Comicstrip von Chris Ware's Quimby the Mouse zeigt eine verstreute und doch organisierte Struktur. Die kleinen Panels, die oft minimalistische Veränderungen in der Zeitabfolge aufweisen, sind linear strukturiert. Als Gesamtbild erinnert dies dadurch an eine Art Diagramm oder beinahe an ein sehr detailliertes Storyboard. Anfangs scheint dieses Gesamtbild fast schon eine Überforderung zu sein. Trotzdem zeigt sich nicht eine regelmäßige einheitliche Panelstruktur. Sie wird unterbrochen einerseits durch Leerräume und Hintergrundbildelemente, andererseits auch durch die Auflösung des klassischen quadratischen Panels, das sonst verwendet wird und nun durch teils runde oder lange rechteckige ergänzt wird. Durch die Wucht des Gesamtbildes überfordert, leiten gewisse Pfeile das Auge in die richtige Leserichtung. Es finden kleinste Zeitabfolgen statt, was den simplen, kontrastreichen Schwarz-Weiß-Stil der Zeichnung unterstützt. Mit einfachen und minimalen Veränderungen schafft Ware eine Dynamik und einen Lesefluss im Gesamtbild. Daher wirkt der Comic trotz seinem simplen Zeichenstil sehr komplex in seiner Fülle. Spannend ist auch, wie bestimmt
bestimmte Szenenabfolgen als eine kleine Geschichte wirken. Beispielsweise wirkt eine Zeitabfolge im Haus als Einheit für sich, sowie auch die Bootsszene mit der Angel oder die Ansicht der Treppe. Dies geschieht dadurch, dass die Handlung durch die wirkenden Figuren von Quimby, der Maus und dem Kopf stattfinden. Der Ort dieser Handlung jedoch in der Perspektive gleich bleibt. Dadurch gewinnt auch der minimalistische Zeichnungsstil an Wirkung und Effekt, da nur schon das Hinzufügen kleinster Striche eine Bewegung ausmacht oder die kleinste Verschiebung der Sonne den Verlauf der Zeit repräsentieren. Auch die Wahl eines weißen Panel-Hintergrundes verschärft den Kontrast und setzt den Fokus auf die Handlung der Geschichte. Auffallend ist auch, wie, stilistisch gesehen, die Abfolge der Geschichte vorgestellt wird. Und zwar durch Quimbys Haus, welches im Grauton gehalten wird, ein Raum jedoch mit Weiß heraussticht. Somit wird die Geschichte eingeleitet und wortwörtlich auch durch einen Pfeil, der den Leser ins Bild der gesamten Panelstruktur bringt, die in ihrer Fülle und Detailliertheit die Komplexität des Comics ausmachen. Im Kontrast dazu zeigt sich die animierte Filmversion des Strips. Sie unterscheidet sich nicht nur optisch und stilistisch, sondern auch in der Erzählstruktur. Der Einstieg erfolgt durch gerahmte Bilder, die eine Art Hintergrundgeschichte von Quimby und dem Kopf einleiten. Trotzdem werden die Hauptorte des Geschehnisses beibehalten, wenn auch im Stil anders dargestellt. Der Film weist einen sehr sauberen, grafischen, fast schon sterilen Stil auf. Das Gesamtbild zeigt sich in Schwarz-Weiß, sowie der Beifügung einer Graustufe und gewissen Farbelementen, welche im Comicstrip ganz wegfallen. Beispielsweise wird ein Faustschlag mit fliegenden, farbigen Sternen und anderen comicartigen Elementen dargestellt. Farbe kommt auch in Form von Wasser dazu, wobei das digitale Element der Transparenz hier ersichtlich wird und genutzt wird. Klar wird, dass sich mehr Möglichkeiten bieten, Übergänge einzuleiten und darzustellen, als in gezeichneter Form. Auch wenn der saubere minimalistische Stil beibehalten wird, ergeben sich viel mehr Optionen, Bewegung und Szenenwechsel in Bewegung zu zeigen. Dies wird besonders ersichtlich durch dynamisches Zoomen, um Details und gewisse Fokuspunkte zu beleuchten. Ein Beispiel zeigt sich im Blick durch eine Art Kameralinse, der einerseits einen Szenenübergang, andererseits auch einen Fokuspunkt setzt. Im Gesamten kann durch stetige Bewegung wie fließende Tränen, Drehungen oder Sprünge ein spannendes und spielerisches Bild erzeugt werden. Im Film durch Bewegung sowie im Comic durch minimalste Veränderungen bei der Zeichnung. Diese Bewegung und Dynamik schafft auch Spannung im Bildstil, da ein sich ringelnder Schwanz oder ein zappelnder Fisch das sonst sehr flächige und einseitige Szenenbild durchbricht. Die Möglichkeiten der Animation bieten sich somit auch an, dass Bewegungen stattfinden können, die im Film einfach und dynamisch erscheinen, im Comic aber wahrscheinlich komplizierter darzustellen wären. Wie auch im Comic zeigt sich der Film jedoch simpel und reduziert im Stil, um den Fokus auf die Handlung zu setzen und unnötige Details wegzulassen. Ein weiteres Spannungsmedium entsteht am Schluss, als bereits Abspannelemente eingeblendet werden, nur um nochmals von der Filmhandlung und der Schlusspointe durchbrochen zu werden. Ein Stilmittel, das sich im Film besonders anbietet, im Comic jedoch zu einem Leseunterbruch führen könnte. Es lässt sich feststellen, dass der Film den einfachen und sauberen Stil des Comicstrips übernommen hat, diesen jedoch durch die vielseitigen digitalen Möglichkeiten von Bewegung und Abfolge weiter intensiviert und beschleunigt. Einer der größten Unterschiede ist definitiv die Entscheidung, als Vertonung im Film einen Song und nur einen Song zu verwenden. Es handelt sich dabei um Eugene von Andrew Bird. Er ist vom Album Thrills von 1998. Die Lyrics sowie der Tango-Vibe und die dominante Geige, eines von Birds Markenzeichen, unterstreichen das zynische Thema. Außerdem passt ein Song, der Tango-Vibes hat, gut zu einer Geschichte, bei der eine Beziehung im Vordergrund liegt. Die Lyrics des Songs bringen eine interessante weitere Erzählebene. Der Song zieht eine zynische Verbindung von Schafen zu Menschen, wie man von der Gesellschaft zu Klonen gemacht wird und dass Negativität ansteckend ist. Mickey Mousing ist eine Filmmusiktechnik, welche ihren Namen hat, weil sie vor allem in frühen Walt Disney Filmen verwendet wurde. Dabei werden Geschehnisse im Film genau begleitet von der Musik. Man versucht sozusagen, der visuellen Erzählebene mit dem Sound noch mehr unter die Arme zu greifen. Hier haben wir aber ein Beispiel, bei dem die Musik nicht explizit für den Film gemacht wurde. Sie haben es dabei aber geschafft, sowohl dem Plot zeitlich treu zu bleiben und auch einzelne solche Mickey-Mousing-Sequenzen einzubauen.
Genau deswegen ist es sehr interessant, dass für den Film als Vertonung ein Song verwendet wurde, anstatt von einem passiveren Sounddesign. Das Lied ist sehr dominant im Film und Andrew Bird ist nicht ein unbekannter Künstler. Es scheint fast schon wie ein Musikvideo. Auch die Entscheidung, einen Song zu nehmen, der Lyrics hat, ist mutig, da man nun noch eine Erzählebene mehr hat, die eine andere Geschichte erzählt. Trotzdem funktioniert es. Obwohl es im Comic keinen Ton und auch kaum Anspielung auf Geräusche hat, funktionieren die Emotionen, die von Bird vermittelt werden, sehr gut mit der Animation. Das Mickey-Mousing, das reduziert verwendet wird, erzeugt auch nicht eine Nostalgie, sondern macht einen unangenehm. Im Gegensatz zu anderen Cartoons wie die von Disney soll man dargestellte Gewalt bei Wares-Filmen nicht lustig finden. Quimby the Mouse ist ein sehr interessanter Fall der Filmadaption. Ein grimmer, nicht unbedingt sehr bekannter Comicstrip, der zu einem kurzen, fast musikvideohaften Animationsfilm verwandelt wurde. Mit dem damals neuen Stil der Vector- und Flash-Animation nimmt der Film ein viel zeitgeistigeres Bild an und bringt diesen Teufelskreis von Manipulation und Missbrauch in ein neues Publikum. Der Film erweckt ein unangenehmes Gefühl von Hilflosigkeit, die durch den Kopf, das Opfer ohne Körper, das sich nicht wehren kann, bildlich materialisiert wird. Quimby spaziert eine Linie zwischen seiner alten Comicgeschichte und der Integration in eine neue Zeit und dennoch bleibt die Story selber gleich und gegenwärtig. Interessant ist vielleicht noch, dass in allen Publikationen von den Quimby-Comics heutzutage eine Warnung auf der ersten Seite erscheint, in der Chris Ware den Leser warnt, die Comics nicht zu kaufen, da sie nicht mehr seinem heutigen Standard als Künstler entsprechen.